Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Und heute denke ich mal ein sehr spannendes Video, denn wir werden mal ein bisschen über Veränderungen sprechen. Die letzten 2 Wochen ist ja wirklich eine Menge passiert. Ihr habt das ja ein bisschen mitbekommen. Ich habe das bei Instagram ehrlich gesagt aber jetzt nicht groß thematisiert, weil einfach so viel passiert ist und ich musste erstmal für mich selber entscheiden, ob ich diesen Weg gehe oder nicht. Das war erstmal so meine große Überlegung und ich habe da jetzt eine Entscheidung getroffen und die möchte ich natürlich auch meiner Community hier mitteilen. Es ist alles nicht schlimm, alles nicht dramatisch, also hier kein Clickbait, alles entspannt und dennoch würde ich ganz gerne mit euch darüber sprechen. Deswegen bleibt dran, schaut euch das Video an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Ja, Freunde, es ist soweit. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ihr wisst ja, dass ich auch einen Zweitkanal habe. Es ist ja immer so ein kleinerer Kanal gewesen, der sich mit den Twitch-Highlights beschäftigt. Das heißt also, wenn ich dort einen Stream gemacht habe und da war eine Stelle besonders lustig, dann habe ich dann quasi dieses als Video extrahiert und auf dem Highlight-Kanal hochgeladen. Das hatte insofern nur einen Mehrwert, dass man diesen Clip sich immer wieder anschauen konnte. Ansonsten waren diese Videos nicht sonderlich gut geklickt und ich muss dazu sagen, dass dieser Kanal eigentlich auch nichts abgeworfen hat. Also das war sehr viel Arbeit für kaum eine Unterstützung. Und dieser Highlight-Kanal, der hat sich jetzt ganz schön verändert. Er heißt immer noch Dannys Stream Highlights. Dieser Name wird sich aber auch noch verändern, denn das war durch einen Zufall, haben wir ja bei Twitch auf das Dschungelcamp immer mal wieder reagiert. Und auch um die ganze Affäre, die es da so gab. Und ich war überrascht, wie sehr dann doch diese Videos geklickt wurden. Und ich habe das jetzt 2 Wochen mal auf Probe weitergemacht, um einfach zu schauen, was denn genau jetzt passiert mit dem Kanal. Und habe dort Zeit und Energie reingesteckt, bis zu 3 Videos am Tag. Also wirklich Videos, die produziert werden mit Quellenangaben, mit Recherche. Also wirklich, wirklich viel, viel Arbeit. Aber es war überraschend für mich zu sehen, was dieser Kanal für einen Erfolg hatte. Wir hatten damals, als ich damals angefangen habe, vor 2 Wochen 1270 Abonnenten. Stand heute sind wir bei 5130. Wir haben über 4000 Abonnenten plus gemacht. Damit hätte ich niemals gerechnet. Und die bestgeklicktesten Videos, die sind bei 40.000 Aufrufe. Das sind Zahlen, die ich hier mit diesem Hauptkanal, bei dem ich seit 4 Jahren Fleiß und Arbeit reingesteckt habe, niemals erreicht habe. Und bin wirklich ein bisschen überrascht, dass dieses ganze Trash-Format-Thema doch so viele Leute interessiert. Weil mich selber interessiert das in Maßen. In Maßen. Aber es ist wirklich sehr interessant, wie sich dieser Kanal jetzt entwickelt hat. Und ich habe das ja erstmal für mich so auf Probe gemacht. Ich habe das erstmal 2 Wochen beobachtet. Und jetzt kann ich wirklich für mich sagen, jupp, ich habe mich entschieden. Ich werde den Highlight-Kanal auch noch umbenennen. Aber diesen Highlight-Kanal werde ich definitiv weiter betreiben. Und ich werde definitiv weiter auf diese Trash-Themen reagieren. Und da den Fokus aber ein bisschen streuen auf diverse Themen. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, schaut gerne vorbei. Wenn ihr sagt, es interessiert euch nicht, alles gut. Es sind Tatsache irgendwie auch so 2 Communities entstanden, die auf meinem Hauptkanal, die sich für Maxim und Danny interessieren, die Familie. Und dann gibt es quasi eine Community im Trash-Bereich, die dort aktiv die Videos schaut und kommentiert. Wir haben da bis zu 300 Kommentare. Also gar kein Vergleich zum Hauptkanal, was aber nicht schlimm ist. Ich wollte diese Themen ja eh nicht miteinander vernetzen, denn wer an mir und an meiner Person interessiert ist, der kann natürlich gerne im Hauptkanal vorbeischauen. Danny Pelletier, das bleibt auch alles, wie es ist. Und wer sich für Trash-Themen interessiert, der kann gerne auf dem Highlight-Kanal vorbeischauen. Also das bleibt so oder so. Allerdings habe ich mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie das jetzt hier mit meinem Hauptkanal weitergeht. Denn dieser Hauptkanal, und wenn man mal die Zahlen gegeneinander überstellt, das ist schon relativ heftig. So Video-Ideen haben wir zwar irgendwie auch immer, aber es ist ein ganz erheblicher Zeitfaktor. Vielleicht soll ich noch mal ganz kurz erklären, warum ich das überhaupt mache. Ihr wisst es, dass es um den Pelletier Verlag immer nicht so gut steht, seit einiger Zeit jetzt schon, was einfach daran liegt, wir haben Papierkrise, wir haben die Inflation, die Buchpreisbindung verbietet mir, Rabatte zu geben und. Das sind ganz, ganz viele Gründe, die habe ich euch erzählt. Das heißt, der Pelletier Verlag muss entweder A, seinen Abverkauf steigern, das heißt also nur über die Zuschauer, die den Pelletier Verlag kennen,
Oder ich suche mir alternative Einnahmequellen, um den Plätier-Verlag abzupuffern. Und die alternative Einnahmequelle ist Tatsache der Highlight-Kanal geworden, wo ich sage, da kann ich mich jetzt wirklich ein bisschen, ja, verlassen ist das falsche Wort, wenn wir über YouTube sprechen, aber es ist, sagen wir mal, eine kleine Unterstützung, nachdem der Hauptkanal jetzt noch weniger Geld abwirft, weil YouTube einige Sachen umgeändert hat. Wir erinnern uns, ich habe euch das auch erzählt, dass YouTube der RPM, ja, dass der über 50 bis 60% eingebrochen ist. Das heißt, wo man jetzt vielleicht, keine Ahnung, 100 € verdient hat, verdient man jetzt 50 €. Also ihr macht dieselbe Arbeit und bekommt nur noch die Hälfte Lohn. Ne? Das ist so der Hintergrund, warum ich einfach auch nach Alternativen suche, weil das ja meine Haupteinnahmequellen sind. Also das einfach als kleine Information. Ja, was wird sich jetzt aber auf dem Hauptkanal verändern? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also was auf jeden Fall nicht passieren wird, und da möchte ich euch auch die Angst einfach nehmen, der Kanal wird nicht geschlossen oder gelöscht oder nicht mehr betreut. Das passiert nicht. Dazu haben wir das viel zu lange gemacht und dafür macht das auch alles noch viel zu sehr Spaß. Gerade auch die Arbeit mit euch. Das bleibt alles, wie es ist. Was ich nur aktuell noch nicht so ganz einschätzen möchte, ist, wie viele Videos es wöchentlich gibt. Aktuell sind wir ja auf 4 Videos. Wir erinnern uns, letztes Jahr im Sommer bin ich von 3 auf 4 Videos hochgegangen. Immer montags kam das neue Video mit dem Garten. Garten ist im Winter ähnlich und trotzdem habe ich diese 4 Videos beibehalten. Jetzt ist die große Überlegung für mich, ob ich überhaupt diese 4 Videos weitermachen möchte oder, und das ist eigentlich die einzige Sache, oder ob ich mich auf 3 Videos wieder runter korrigiere. Das heißt, wir machen dann Sonntag, Mittwoch, Freitags Videos und haben dann Montag quasi frei. Ich kann das aktuell noch nicht so ganz einschätzen. Dieses Video kommt ja auch auf dem Sonntag, von daher seht ihr, dass ich da noch gar keine Entscheidung getroffen habe. Aber es ist der einzige Punkt, über den ich nachdenke, um so ein bisschen eine kleine Arbeitserleichterung für mich zu haben. Aber ich bin da noch gar nicht entschieden. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinungen dazu schreiben, wie ihr zu dem Thema steht. Ich weiß, dass viele von euch das Trash mal gar nicht interessiert. Das meine ich damit gar nicht, sondern ich meine damit Tatsache, wie ihr so die Kanalentwicklung seht. Ob ihr auch der Meinung seid, Mensch, diesen Kanal könnte man eigentlich komplett verändern, halt auch als Danny Maxim Kanal und dann dieser Highlight-Kanal wird dann der neue Danny Pletier Kanal. Keine Ahnung. Es geht ja in meinem Hauptkanal eigentlich auch seit 2 Jahren nur noch um partnerschaftliche Dinge und entsprechend kann man das auch alles anpassen. Also es wird so einige Anpassungen geben und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr dazu steht, wie eure Meinung ist oder ob ihr sagt, nö, mach wie du das möchtest, das ist dein Kanal, du darfst das sehr, sehr gerne selber entscheiden. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ansonsten noch eine ganz, ganz kleine Sache in eigener Sache. Ich habe es ja schon erwähnt gehabt. Der Pelletier Verlag hat ein neues Buch rausgebracht, beziehungsweise 2, nämlich diese Kochbücher. Und das möchte ich einmal hier nochmal ganz kurz erwähnen, weil ich natürlich auch mich hier über Verkäufe freue. Es gibt einmal die Günstmaus-Edition. Das ist ein neues Rezeptbuch, welches euch günstige Grundrezepte zeigt, um auch selber wieder Speisen zuzubereiten, die vielleicht im normalen Einkaufsleben zu teuer wären. Und natürlich auch unsere Community-Edition Nummer 3, das dritte Buch in Folge, wo die Zuschauer Rezepte einsenden konnten, um hier in diesem Buch zu erscheinen. Also zum Beispiel Beates Zwiebelsuppe, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war so die Hintergrundidee. Schaut sehr, sehr gerne vorbei. Es gibt auch ein Backbuch, ein Salatbuch und es gibt auch vegane Rezeptbücher. Also es ist alles vorhanden. Findet ihr auf pelletierverlag.de und dann hier im Bereich Kochen. Ansonsten natürlich auch im großen Buchshop noch ganz viel andere weitere Bücher. Ja, das soll es hier heute erstmal für euch als kleines Update gewesen sein. Ich danke mir, dass ihr eingeschaltet habt. Noch einmal, macht euch wirklich keine Gedanken, gerade für die Zuschauer, die Maxim und mich so gerne sehen und sich an diesen Kanal so gewöhnt haben. Das bleibt unser Safe Place, das bleibt alles. Es kann halt sein, dass die Videos von 4 auf 3 runtergefahren werden. Das muss ich mal schauen. Freunde, also ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch noch einen hervorragenden Restsonntag und wir sehen uns schon am Montag wieder. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich weiß es noch nicht, Freunde. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, macht es gut.